Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen bei den Farmworkers. Schön, dass ihr uns in Ellerbach besucht. Ich habe den Rainer gerade noch am Telefon, aber den muss ich jetzt leider aus der Leitung schmeißen, weil ich muss den Herrn Haft anrufen, Rainer, weil bei dem soll ich nämlich jetzt mal aufschlagen. Mhm, mach das. So, die Erdproben, die Bodenproben haben ergeben, dass es da zum Glück keine großen Gefahrenstoffe gibt. Wir werden wahrscheinlich bloß das Erdreich so 10 cm dort so 2 Meter mal 2 Meter ein bisschen abtragen und dann funktioniert das Ganze. Das werde ich jetzt mal mitteilen. Achso, das müsstest du ja als Bürgermeister dann wissen, ne? Ja, jetzt aber immer nicht. Ich muss jetzt auch auflegen. Ja, na gut, okay. Da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Ganz genau. Ne? Tschüss. Alles klar, ciao. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Polizeidienststelle Haft, hallo? Ja, Herr Haft, ich grüße Sie, der Herr Grünbaum, hi. Hallo. Herr Haft, ich wäre jetzt unterwegs zu Ihnen. Also ja, kein Problem. Ne? Ich habe gerade schon dem Herrn Goldberg und Ihnen auch nochmal eine Vorladung rausgeschickt. Ah ja. Damit wir das auch offiziell haben, also alles gut, kein Problem. Okay, also dann jogge ich jetzt mal schnell runter und ja. Gut, alles klar, bis gleich dann. Bis gleich. Tschüss. Jo, ciao. So, okay, warum ich jetzt runterlaufe, kann ich euch erzählen. Also es leckt wieder ein bisschen, ne? Wir wissen wahrscheinlich auch warum, wir können es jetzt bloß im Stream gerade nicht beheben. Also das heißt, so mal, meine nächsten 5 Folgen sind so ein bisschen laggy. Und ich will so wenig wie möglich eigentlich jetzt im Traktor sitzen gerade. Aufgrund der Lags. So, okay, jetzt würde ich sagen. Mal sehen, wo die hier sind. Hier ist, glaube ich, noch niemand da. Bin jetzt an der. Ach nee, Quatsch! Ich bin ja ein Rindvieh. Ich muss schon dorthin fahren. 12.15 Uhr. Ich bin ein Blödmann, das ist doch gar nicht hier. Ach, nee. Okay, na jetzt muss ich aber sehen, dass ich ganz schnell wieder zurückkomme. Zu mir an den Hof. Ist doch was, ich renne jetzt mal schnell über den. Pass auf. Und jupsala. Und juppala. So. Ich kann mich immer noch dran gewöhnen, dass die Polizei ja jetzt ganz drüben ist. War ja erst noch dort drin. So, na gut. Dann würde ich jetzt sagen, steigen wir hier mal ein. Aber ich fahre hier mal mit gelbem Blaulicht fahre ich jetzt mal los. Muss ich doch jetzt fahren, ne? Das ist ja blöd. So, ja, da das einfach hier laggy ist, wie gesagt, geht das alles leider nicht so schnell. Oh, was ist denn das, ey, Leute? Ich will auch nicht unbedingt, dass wir das Save-Game alles wieder neu machen müssen. So, naja gut. So. So, ich hoffe, dass mir hier niemand entgegenkommt.
So, Herr Haft. Hallo, Herr Grünbaum. Kommen Sie rein. Mögen Sie Kaffee? Wenn Sie ein Wasser hätten, wäre mir lieber. Ein Wasser. Haben wir auch. Kein Problem. Bitte schön. Hier haben wir Wasser. Danke. So, ja. Gut, ich glaube, wir haben erstmal Zeit, ein bisschen was anderes zu besprechen. Der Goldberg braucht man wieder ewig. Aber ja, naja. Ja, ist so. Gut, ich glaube, Sie hatten noch irgendwas anderes mit mir zu besprechen. Und zwar ist es so, ich weiß nicht, ob Sie meinen Cousin kennen, diesen Aloysius Grünbaum. Ob Sie da irgendwie schon mal was davon gehört haben. Mich hat vor einiger Zeit ein Mr. M, der hat so seine Stimme verstellt, angerufen. Und hat gesagt, dass, beziehungsweise auch mein Cousin hat gesagt, dass in Ellerbach ominöse Fässer vergraben sind auf verschiedenen Flurstücken. Und ich soll die doch finden, weil da sehr viel Geld drin ist. Und wenn ich die nicht finde, weil das halt mit meinem Cousin damals was zu tun hatte, mit dem ich aber nichts mehr zu tun haben will, wenn ich die nicht finde, werde ich nach und nach meinen Hof verlieren. So. Das muss wohl, ja, keine gute Bande sein, wie ich jetzt schon rausgekriegt habe, aus Felsbrunn wahrscheinlich. Okay. Und seit die angerufen haben, passiert hier halt in Ellerbach komisches Zeug. Warum jetzt allerdings bei Hans-Peter drüben eingebrochen worden ist, das erschließt sich mir nicht. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, keine Ahnung. Ja, also der Sache müsste man wirklich mal auf der Spur gehen. Ja, das hört sich nach einem größeren Fall an. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachschauen. Hat das zufällig was mit der Aussage zu tun von dem Herrn Haudiblau eben? Mit den Fässern? Ja. Ja, denke ich. Also okay. ich glaube, der hat die halt irgendwie gefunden oder so. Und, aber ich weiß da halt nichts weiter dazu. Ne? Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht weiter groß gesucht. Ich habe jetzt lange, lange keinen Anruf gekriegt. Von daher habe ich jetzt so ein bisschen für mich gedacht, okay, dann hat sich's wahrscheinlich auch geklärt. Also, aber ja, wahrscheinlich irgendwo nicht, weil, wie gesagt. Aber wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, mit dieser Drohung. Ich meine, das mit den Maschinen würde ja schon 1:1 passen. Definitiv. Genau. Auf alle Fälle. Weil bei mir ist ja noch, es ist ja, was ist denn alles weg? Also es ist bei mir ja dieser Traktor weg. Gut, den haben wir jetzt gefunden. Der steht Herr ja Goldberg in der Halle. Ist da, falls Sie mit mir alleine reden möchten, müssen wir das Gespräch verschieben. Ach so, nee, das ist nicht so schlimm. Ach so, okay. Dann dürfen Sie fortfahren, kurz. Hallo, genau. Herr Goldberg. Mir fehlt ganz ehrlich, drohen tue ich mir, lassen wir hier mal gar nicht. Ne? Ich habe genug Leute zu beschäftigen, ne? Und wenn Sie Ihre Zeiten verschieben, kann ich nicht auf die Minute da sein. Hä? Herr Goldberg, Sie hatten eine Viertelstunde. Ja, das mag alles sein. Ja, ich habe auch was zu tun. So, um was geht's denn? Immer noch um den Anruf. Ja, lassen Sie uns das erstmal machen, ja. Richtig, lassen Sie uns das machen, Herr Goldberg hat ja eilig. Ja, Herr Grünbaum, der Herr Goldberg bezichtigt Sie, dass Sie an Alzheimer leiden und sich nicht mehr daran erinnern können, den Herrn Goldberg angerufen zu haben, dass, ich zitiere den Herrn Goldberg, dass Ihre Maschinen durch die Kante fliegen. Naja, ich hab das schon gehört. Und ich glaube, der hat sich da einfach bloß verguckt. Wir hatten ja diese großen Windräder. Vielleicht hat er da einen Schatten oder irgendwas gesehen. Keine Ahnung. Wie spät war denn das, Waldemar? Das war's nicht mehr. Ich bin dran vorbeigefahren. Das war vor ungefähr 2 Stunden. Was, bei mir am Hof? Ja, bei dir am Hof. Bei mir ist nichts am Hof. Also, ja, und daraufhin habe ich gedacht, als gut liebende Bürger rufst du Polizei und gut ist. Ach so, ja, okay. Also ich bitte Sie nochmal beide. Ich meine, Herr Grünbaum, Sie haben das eben selber mitbekommen. Ich habe hier eine ganze Litanei zu tun. Definitiv. Bitte rufen Sie mich nur, wenn es auch irgendwas Wichtiges ist. Das war ja keine Absicht. Ich bin meinen guten bürgerlichen Pflichten nachgekommen. Ja, in dem Sinne haben Sie auch richtig gehandelt, Herr Goldberg. Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Wir lassen es jetzt einfach mal im Sand zerlaufen.
Ja, ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie die Knüppelkeule rauszuholen und hier irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Nee, ich auch nicht. Ja, und Herr Grünbaum, falls Sie da nochmal irgendwelche Eingebungen haben, dass bei Ihnen irgendwelche Maschinen rumfliegen, sollten Sie vielleicht den Doktor rufen. Das werde ich tun, ja. Ich bin ja ein starker Bauer, wissen Sie? Ja. Aber Waldemar, fliegen bei dir auch irgendwie manchmal irgendwelche solche Kühe rum oder so? Nee. Nee, eigentlich nicht. Also bei dir ist alles gut, sozusagen. Bei mir laufen sie auf dem Fußboden rum. Also. Okay. Herr Goldberg, sonst ist alles bei Ihnen in Ordnung, ja? Bei Ihnen verschwinden keine Maschinen oder irgendwas? Nö, und wenn einer kommt, erschieße ich ihn. Kein Problem. Da kenne ich nichts. Ja, ach so, okay. Also werden wir uns bald nochmal sehen. Alles klar. Was haben wir jetzt wieder gesagt? Ich denke, Waldemar, ich denke... Ja, wenn Sie jemanden erschießen, ist das nicht gut. Waldemar, guck mal hier. Willst du hier schon mal, willst du hier schon mal Probe sitzen? Den habe ich erst meinen Kollegen rausgeholt. Ach so, Herr Grünbaum, Ihre Tasche, die haben schon gepackt. Die liegt da schon bereit. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Ist da wenigstens Bralli? Oh, guck mal, so mit Monitor. Wunderbar, das passt schon. Ja, da kannst du sogar LS19 zocken. Ich sag ja immer, wir wollen Ihnen die Freiheit entziehen und nicht die Menschenrechte. Ne? Also aber kurze Frage, was ist eigentlich, Herr Grünbaum, jetzt wo ich einmal da bin, ich habe zwar keine Zeit, aber was ist denn aus dem Klaustrophobie geworden? Ich habe, also, pass nah auf. Dazu kann ich Ihnen, glaube ich, mehr beantworten, denn ich habe den ja vom Herrn Mund entgegengenommen in Felsbronn. Der hat mir einen Traktor gekauft. Das war da quasi meine letzte Amtstat, den habe ich dort eingewiesen. Und der was war denn mit dem? Der hat mir einen Traktor gekackt, Mann. Der ist einfach psychisch krank. Okay. Warum, wieso, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, was da früher in der Vorgeschichte passiert ist. Auf jeden Fall ist dieser Mann so psychisch geschädigt, dass der jetzt erstmal die Medikamentenkeule bekommt. Und dann gucken wir mal, ob der irgendwann nochmal rauskommt. Krass. Okay, weil der hat ja extreme Angst gehabt, ne? Ja, Sie haben Glück gehabt. Also in Panikzuständen zieht der auch gerne mal irgendwelche Gegenstände und besser drum. Also naja, gut, die hat er ja, die hat er ja ein paar draufgehauen sogar, ne? Naja, zumindest Code zumindest. Ja, dann haben sie noch wirklich Glück gehabt, denn seine Lieblingswaffen bestehen nun mal aus Messern. Gottes Willen. Die hat man nicht, um Gottes Willen. Ja, Glück gehabt. Was wir hier mittlerweile in Ellerbach haben, du leckst nicht. Ja, mittlerweile, das war schon vor 15 Jahren so. Ja, wo aber sie das angekommen sind. Für uns Hallo? Darf ich darüber nicht reden, aber. Ja, wir haben nichts gehört. Wir wissen nichts, wir sehen nichts. Ich weiß nichts. Ich wollte gerade sagen, gut, Herr Goldberg. Ich habe nichts gehört. Dann belassen wir das diesmal so, ne? Wenn sie eilig haben, sind sie wieder entlassen. Ja, ich bin dann wieder weg. Ja, viel also, Spaß. Alles geklärt. Für meinen Kollegen kommt da noch irgendwas? Na, das war nur eine Verwarnung, ne? Für den Herrn Hinterberger, da sind wir durch. Wie gesagt, das war eine Ermahnung. Sollte das allerdings nochmal vorkommen, dann sitzt er hier ein paar Tage. Okay. Ist der heute da? Der ist da. Meine Angestellten sind immer da. Ah, ne, vorbildlich. Sehr gut. Die werden so schlecht bezahlt wie nur möglich, aber sind da. Ist klar. Naja, gut, okay. Ja, dann bin ich raus. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch, schönen Tag. Und wenn was ist, einfach anrufen. Gutes und gesundes Neues, ne? Ja, und frohe Ostern. Okay, also Herr Haft, ich gucke jetzt gerade nochmal rein. Mir fehlt nämlich zum Beispiel der so ein Teleskop. Warten Sie. Ich nehme mir mal kurz was zum Schreiben. Ich meine, wenn ich dann zwischendurch vielleicht mal Luft haben sollte, kann ich mich ja mal auf die Suche machen. Vielleicht finde ich ja in irgendeinem Waldstück noch irgendwas. Ja. Ja. Also, fangen wir mal von vorne an. Oben in der Halle steht ein John Deere. Das sehen Sie ja dann. Ja gut, ne, dann wissen wir ja, wo er ist, deswegen schreibe ich den jetzt gerade nicht auf, denn da fahren wir gleich hin. Dann fehlt mir der Klaas Skorpion 1033, das ist ein Lader, also ein Teleskoplader. Ich komme immer nicht auf Teleskoplader, furchtbar. Alles gut, kein Problem. Ja, so. Weiter. Dann fehlt mir von Klaas dieser, das nennt sich Large Plow Klaas, das ist dieser Pflug, der auszuklappen geht. Also large wie groß und plow mit P. P-L-O-W. Ja, alles gut. Ich glaube, das war's schon. Ja gut, und dann an dem Teleskoplader war auch eine Universalschaufel dran. Die ist natürlich da auch mit weg. Auf. Ich glaube, das war's eigentlich alles. Ja, also diese zwei Sachen fehlen Ihnen jetzt in Anführungsstrichen noch.
Die fehlen mir noch, ja. Doch, okay. Ja, die sind weg. Wo die sind, keine Ahnung. Ja. Also heißt, ich muss mich auf jeden Fall noch mit dem Herrn Haudiblaue zwecks den Fässern unterhalten. Naja, gut, ja, klar. Und versuchen, ich weiß darüber ja, was ich da betreffend ihres Cousins, der ist in Felsbrunnen oder wie, oder was ist der ja, jetzt? Ja, das Problem ist, ich habe gehört, der existiert gar nicht mehr so richtig durch diesen Herrn M. Also mein Cousin würde es irgendwie sehr schlecht gehen. Okay. Weil der nicht mitgespielt hat oder keine Ahnung. Ich habe mich da nicht reingehangen. Und der Herr Haudiblaue, der will mir immer irgendwas andichten mit den Fässern. Ich habe damit nichts zu tun. Und ich erzähle jetzt draußen nicht rum, dass ich da diesen Anruf gekriegt habe. Was soll jetzt in den Fässern sein? Wissen Sie das? Nö. Was da jetzt drin sein soll? Keinerlei Ahnung. Ich habe versucht, das rauszubekommen über mein Amt des Naturschutzes. Da hat er mir bloß gesagt, es sind keine giftigen Stoffe oder überhaupt irgendwas drin gewesen. Keine Ahnung, was da drin ist. Jetzt sind wir schon mal keine umweltgefährdenden Stoffe, das ist schon mal... Das sieht wohl so aus, ja. Okay. Übrigens oben, ich habe jetzt eine Bodenprobe gemacht, Herr Haft. Ja. Es waren keine hochgefährdenden Stoffe dabei. Allerdings, das muss ich dann auch noch mit dem Herrn Mund absprechen, also als Bürgermeister, wir müssten schon dort, ich sag mal so 2x2 Meter ist der Fleck, beziehungsweise der Fleck ist bloß 1x1 Meter, aber man macht ja ein bisschen mehr immer. Ja. So, ich sag mal so 10 Zentimeter sollte man schon abtragen, weil es sehr viel mehr rein ist es nicht. Einfach, okay, dass wir da sicher gehen, dass da dass wir keine Grundwasserverseuchung haben. Richtig, alles gut. Genau. Weil dort hinten weiß ich auch, dort ist nämlich so ein bisschen das Einzugsgebiet von unserem Grundwasser. Und aber es ist zum Glück bis jetzt nur, also wenig reingesickert, so 10 cm bloß. Und das wird auch nicht weiter sickern, weil es nicht extrem nass ist. Hey. Aber ich würde es trotzdem wegmachen. Ja, du weißt ja nicht, wenn jetzt Regen kommt, dass es nicht reingespült wird irgendwo. Ja. Ne? Genau. Gut, also heißt, die zwei Maschinen habe ich auf dem Plan. Ja. Werde ich suchen, sobald Zeit ist. Vielleicht finde ich sie ja. Ja. Vielleicht kommen ja in der Zeit nochmal Anrufe von Mitbürgern, die wieder irgendwelche Umweltverschmutzer melden. Das kann sein, ja. Ich hoffe es nicht, aber... Genau, und dann würde ich sagen, der Goldberg haben wir durch. Das haben wir aufgenommen. Würde ich sagen, ab in die Fahrzeuge und dann schauen wir uns dann mal den John Deere an. Genau, ich komme mal hochgefahren, ne? Ja, damit nehme ich dann meinen Zivi-Wagen mit, weil da habe ich meinen Spusi-Koffer drin, damit wir direkt die Spuren auch noch aufnehmen können. Gut, alles klar. Dann, Dann treffen wir uns gleich bei der Bayer. Jo, so machen wir's, ne? Alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich. So, okay, ihr Lieben. Ich muss mal hier irgendwie... Jetzt... So, halt. Wir haben die falsche Seite erwischt. Ich hab's hier übelste Kopfschmerzen. So, okay.
So. So, Herr Grünbaum. So, also hier drin, ich habe hier einmal... Warten Sie, nicht anfassen. So spät. Nee, ja, okay. Warten Sie mal kurz. Also ich war auch in dem Traktor nicht weiter groß drin. Ab. Oh ja, hier sind halt drauf. Leider keine. Warte. Haben wir noch einiges mal Material gefunden. Wir hoffen, dass da vielleicht was zwischen ist. Mhm. Sehr gut. Ich hoffe, wieder zurück. Ja, das haben wir schon mal. Gut, Spuren habe ich. Mhm. Können Sie mal gucken, vielleicht läuft da ja noch. Laufen tut er. Laufen tut er noch, ja, dann ja. Haben sie ja wenigstens da schon mal Glück gehabt. Laufen tut er. Also es ist ja nichts. Ich guck mal so ein bisschen rundherum. Es aber, ist, glaube ich, auch nichts weiter. Ja, am besten, ich würde vielleicht sagen, am besten lassen sie den vom Landtunnel abholen, dass die Bremsen manipuliert sind oder irgendwas, dass sie da verunfallen, dass der Landtunnel erstmal drüber schaut, also ja. Der Maschinenhandel. Ja. Wäre, glaube ich, die bessere Idee. Ja, kann ich mal anrufen, klar. Soll ich die informieren, dass die den holen oder machen sie es selber? Das wäre schön, wenn sie es machen. Alles klar, dann beauftrage ich die mal eben. Kleinen Moment. Ja. So, naja gut, ihr Lieben. Aber wir sind auch schon fast wieder durch. Ja, ihr seht, es geht hier heiß her jetzt. Ich frage mich echt... Ich frage mich, was das hier wird. Naja, okay. Gut, ihr Lieben, aber solange wie der Herr Haft hier jetzt noch zu tun hat und hier noch ein bisschen was macht, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf alle Fälle. Lasst ein Däumchen da und läutet die Glocke, wenn es euch gefallen hat. Jeden Tag neuer Content und der kostenfrei. Bis dahin, ich bin erstmal raus. Tschüss und ciao.